Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bei Squad Rocks. Ich bin der Magnum und das ist die Heidi. Hallo. Ja, seit längerer Zeit mal wieder ein Let's Play bei uns. Wir haben uns ja ein kleines Päuschen gegönnt, wie ihr wahrscheinlich wisst. Dieses Let's Play ist ein Let's Play von nicht Minecraft, wie ihr sehen könnt. Es sieht so ein bisschen ähnlich aus, würde ich mal so sagen. Aber das ist Stellar Overload. Und ja, es sieht sehr liebevoll hier aus. Also mich erinnert das so ein bisschen an Starbound. Mit den Planeten zumindest, wenn man hier mal... Wo kann man hier einen sehen? Da. Was auch immer das jetzt sein soll, da würde ich auch voll gerne... Das ist irgendwie die Sonne oder was ist das hier, ne? Oder? Ja, das Leuchten da ich weiß nicht, wo Norden... Ja, müsste Norden sein, ist die Sonne. Ja, und dann ist da auch noch irgendwas und ich würde da auch irgendwann mal gerne mal da hin, dass wir da irgendwie was hinbauen. Aber mal gucken. Also und da in der Nähe ist auch hier gleich was. Alles, was wir sehen, können wir auch bereisen. Also wir können theoretisch auch die Sonne bereisen. Ich weiß zwar noch nicht wie, dann guckt euch aber mal das ich habe gehört, dass das alles möglich sein sollte. Ach du Scheiße, boah, da auch noch was richtig Geiles. Mann. Alter Falter, ey, das sieht echt heftig aus. Ja, bei Stellar Overload bleibt dazu sagen, das werden wir hier gleich sehen. Dieser Planet, wie ihr das alle sehen könnt, ist eckig, ne? Ja, genau. Ne? Das sind alles Quadraten. So ein bisschen. Und wir werden uns da jetzt dann ein bisschen umgucken und mal so erforschen, was es hier so alles gibt. Ja, wir befinden uns hier auf unserem Heimatplaneten. Squad Rocks natürlich. Und hier werden wir dann, Heidi, hier werden wir ein bisschen was bauen, ne? Ja, mal gucken, was wir so hinkriegen. Aber ich würde sagen, heute gucken wir uns einfach nur mal hier ein bisschen um. Auch mal vielleicht eine geeignete Baustelle hier zu finden, ne? Irgendwie einen guten Platz hier. Und ja, ich muss erstmal, glaube ich, so ein Fahrzeug. So ein Fahrzeug muss ich erstmal fertig machen. Total viele Blätter. Oh, da sind Igel. So, ich mache jetzt mir erstmal hier mein Fahrzeug fertig. Oh, der ist umgefallen. Ja, mach mal. So, dann muss ich, glaube ich, was muss ich jetzt erstes hier die 4 nehmen, oder? Ja, genau. So, zack, die 4 ist da, dann 6. Mach ich mal die 6, genau, die 6 muss ich doch da drauflegen irgendwie, ne? Oder wie war das? Ja, genau. Hat auch gedauert, bis wir das rausgefunden haben. Ja, also wir kennen uns noch nicht wirklich gut in diesem Spiel aus. Ach da. Geben aber unser Bestes. So, jetzt muss ich das hier noch rankriegen. Komm, da, los, einer neben. Ich hab's gefunden. Scheiße. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das geht. Oh, es geht. Oh, es geht. Ah, es geht. Zack. So, unser Gleiter ist fertig. Hast du dein Ja? Ja, bist ja, bei deinem. Ja, gleich. Ich muss nur hochkommen noch. Ich bin irgendwie da. So ein bisschen auf dem Boden hier. Irgendwie bist du ein bisschen höher als ich. Nee, das ist das gleiche Schredder. Nee. Lies mal vor. Hoch hier. Aua. So, okay, gut. Leertaste vordrücken. Ah ja, gut. Genau, stimmt. Hast recht, ja. Okay, wie komme ich hier wieder runter dann? Keine Ahnung. Gut, alles klar. Wollen wir erstmal losfliegen hier, ein bisschen was erkunden? Ja. So, die schöne Welt von Planet Squad Rocks hier erstmal erkunden. Du fliegst doch nicht so im Kreis. Nee, ich fliege wieder zurück hier. Ich bin jetzt einmal, wo bist du? Bist du hier neben mir? Ja, ne? Ich habe noch Probleme zu steuern, aber ja, ich bin hinter dir. Gut. Hier sind wir schon am Ende von unserer Zone sozusagen. Oh, was ist das hier? Guck mal da. Was ist denn das hier? Ah, das sind irgendwelche Bäume hier. Ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal unsere Planetenebene. Gucken wir uns mal an. Hier ist ein Centurio und ein Legionär. Flieg mal vor. Gut. So, jetzt haben wir hier so ein paar Steine oder was auch immer das ist. Bei mir bewegst du dich gerade nicht. Ja, das hatten wir ja schon mal. Ne? Man muss dazu sagen, das Spiel ist natürlich noch Early Access. Ja, wir hatten nämlich gerade eben nochmal eine kleine Testaufnahme gehabt und da hatte Heidi mich auch nicht sehen können. In Game, aber ich kann sie sehen. Also das ist die Hauptsache, ja, dass ich aufnehme. Dann fliege ich mal vor. Ja. Das ist ein Baum. Okay, ich sehe dich, kann hinter dir herfliegen. Bist du da? Schon deutlich. Also zur Not kannst du auch auf die Map gucken, ne? Aber die Map ist ja halt, aber du wirst du stimmt. Mir nur spielen. Ja, jetzt müsstest du mich sehen. Auf der Map zumindest. Oder ballert hier gerade einer einen weg hier? Irgendein Tier oder ja, sowas? Ja, genau. Okay, also ich stehe hier jetzt direkt neben dir. Ach, ich sehe nur ein fliegendes etwas. Am besten aber fährst egal. Du mal so geradeaus weiter Richtung der Map. Also am Map-Ende hältst du dich am besten auf, würde ich vorschlagen. Guck mal, Wolken. Ja, also diese Wolken, da müsst du auch mal rauf. Aber Hauptsache, wir fallen da nicht durch oder so. Weiß nicht, guck mal da, guck mal diesen Quader da an. Guck mal ganz rechts.
Also Quader an. Also das sieht ja echt heftig aus. Ja, also ich will unbedingt herausfinden, wie man solche Plätze bereisen kann. Ja, und also man kann hier in diesem Spiel wohl alle Sachen, die man sieht, kann man scannen und dann nachbauen, sozusagen. Das heißt, ich denke mal, dass wir hier auf unserem Biom spezielle Sachen finden, aber auf den anderen Biomen, oh, guck mal, hier ist eine Schlucht, dass wir auf anderen Biomen andere Sachen finden, die wir bei uns irgendwie einbauen können, die es bei uns hier auf dem Planeten nicht gibt. Alter, geht das tief runter. Ich folge dir einfach dann, ich weiß ja, wo du bist. Ja, ich guck mir so die Landschaft gerade an. Oh mein, also viel höher kann ich nicht fliegen, okay, na gut. Guck dir mal den Baum an, der ist ja mal mega cool. Der ist so eigentlich schon auf der anderen Seite. Der ist auf der anderen Seite, aber die Wurzeln hängen noch bei uns, ne? Genau, und das sieht mega cool aus. Ich fände es auch irgendwie cool, so hier, direkt neben einem See bauen oder so. Also was man bei Stellar Overload sagen kann, also es gibt einen Story-Mode und einen Creative-Mode. Wir befinden uns hier im Creative-Mode. Im Story-Mode habe ich so gesehen, dass die Story noch nicht so großartig... Ups, Entschuldigung. Dass die Story noch nicht so weit ist. Wie gesagt, ist ja auch noch Early Access, deswegen haben wir uns vorgenommen, wir machen hier den Creative-Mode und machen hier so ein bisschen Crafting, ne, und Base-Building und so, ne? Genau. Also ich würde mir hier diese Ecke eigentlich schon gerne merken. Ich finde sie hier ja, echt hübsch. Ja, die ist ja relativ leicht zu merken, weil es hier am Ende der Map ist. Aber die so mit dem See. Und ich glaube, wir haben auch ganz. Ist relativ eben. Das könnte auch ganz gut sein. Genau. Wobei mit dem Handschuh-Tool, glaube ich, kann man das halbwegs gut glätten. Dass bei uns aber hier auf der Ebene noch kein einziges Haus sichtbar ist, wundert mich ein bisschen. Ich weiß auch noch nicht, wo die ganzen Soldaten sind. Da geht es irgendwie. Hier sind Wolken, glaube ich, ne? Oder was sind das? Was weiß das denn immer Wolken? Ich weiß auch nicht, was mit den Soldaten hier auf sich hat, ob die uns angreifen oder nicht. Die greifen uns, glaube ich, nicht an, ne? Nee, angreifen tun sie uns nicht, nur wenn wir sie beschießen. Und 100% eckig sind die natürlich auch nicht, die Planeten. Also hier haben wir zum Beispiel so ein bisschen eine Rundung noch. Das hier sieht auch cool aus. Ja. Oder? Ja. Ja, noch fast hübscher als die andere Ecke. Ich finde ja diesen roten Baum da so toll. Ja, da haben wir ja einige hier auf dem Planeten, ne? Ja, ich finde irgendwie, die Bäume haben sie in dem echt toll hingekriegt. Kann man überhaupt nicht meckern. So, hier haben wir so eine kleine Sumpflandschaft mit Flamingos. Die kann man übrigens auch abschießen. Das sind Eichhörnchen. So, jetzt müssen wir noch wieder links und dann sind wir, glaube ich, schon einmal durch, ne? Zumindest von dem äußeren Rand der Map. Was mich echt ist, wundert mich echt, dass wir hier keine Häuser gefunden haben bislang. Ich kann ja jetzt einfach mal hier so in die Mitte reinfliegen. Weil man sieht oben rechts an der Karte, wo man schon überall war. Und hier haben wir gestartet. Also wir haben es übrigens schon mal getestet. Uns ein bisschen tiefer zu graben. Wir machen das nicht nochmal, sagen wir es mal so. Ja, hier, wo so komisches Gegrissel kommt, da haben wir versucht, Chaos wieder zu beheben. Ja. Also, warum wir uns da nicht eingraben haben, was ist das eigentlich hier für ein Zeug? Warum wir uns da versucht haben, runterzugraben, weil wir dachten, wir kommen am anderen Ende raus. Aber irgendwie scheint hier in dem Planet irgendein Magnetkern zu sein. Der irgendwie, da kommt man nicht mehr raus, habe ich das so, zumindest, ich kann man nicht mehr raus. Ich bin immer nur irgendwie an irgendwelche Ecken gestoßen und kann man nicht mehr raus. Deswegen machen wir das nicht nochmal. Heidi, komm mal kurz her hier. Mir wird hier was auf der Map eingezeichnet. Ui. Du bist schon ein bisschen weiter weg. Ja, ich sehe dich leider nicht. Auf der Map siehst du so pinke oder rosafarbene Punkte, ne? Ah. Ne? Komm mal her kurz. Ja. Diese rosafarbenen Punkte. Zeige ich dir gleich. Wie sind das hier zum Beispiel? Was auch immer das sein soll. Was kann das sein? Das sieht irgendwie so aus wie irgendwie, naja. Weiß es nicht.
Tja, ich weiß nicht, was das ist hier. Drei oder so. Hey, da dreht sich auch immer was weg, was rein. Hä? Das ist sehr komisch. Hm. Wofür das gut ist? Naja, wir werden es noch herausfinden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in eine unserer Ecken, die wir ganz nett fanden. Wollten wir nicht noch erstmal die anderen Seiten angucken? Stimmt. Oh, ich liege gerade sehr im Kreis. Ich bin noch irgendwo in der Nähe? Ja, ich bin noch in der Nähe, ja. Ich bin hinter dir. Da vor uns ist nämlich... Da können wir runter, wenn wir jetzt geradeaus weiterfliegen. Können wir? Ich habe bei mir noch nichts eingezeichnet. Ja, du fährst auch kreuz und quer gerade. Hihi. So, jetzt ist hier ist doch schon das Ende dann da gleich. Ein Loch, guck mal. Nee, jetzt komm mal, du musst mal wieder kurz her, weil wir müssen ja jetzt hier von der Map runter. Müssen wir? Ja, wir haben ja gesagt, dass wir jetzt nochmal die andere Seite machen. So, jetzt geht's runter. Oh oh. Und zack. Wumm. Oh. Ja, oh, andere Nacht. Tageszeit, genau. Ist natürlich auch schick. Das sieht ein bisschen ebener hier aus, ne? Zumindest, wo wir hier gerade fliegen, ne? Ja, kann sein. Ich finde das so toll, dass hier so viele kleine Viecher rumlaufen. Auf dem Planeten total süß. Aber warum hier überall Soldaten sind, das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Ich weiß auch noch nicht, ob man so Wasserstellen selber nachbauen kann. Das wäre nämlich auch mega cool. Ja, eventuell kann man das ja irgendwie dann scannen und irgendwo anders einbauen. Da kann man ja fast den ganzen Planeten überfluten mit. Ich hab einen Plan. So, wollen wir wieder runter hier? Wir sind schon fast am Ende der Map, glaube ich. Oh, guck mal, wenn es da so ganz nach außen fliegt, siehst du schon die Wolken vom nächsten? Ja. Boah, das sieht mega cool aus. So, jetzt runter. Zack, nächster. Ich weiß gar nicht. Okay, wir sind auf jeden Fall nicht auf unserem Planeten. Ist ja logisch. Aber guck mal, wie die Wolken hier aussehen. Boah, sind da viele. Boah, richtig so goldfarben, ne? Ich glaube, das liegt, weil hier müsste gerade morgen sein. Also tagsüber. Ja, oder? Ja, wo? Oder abends. Ja. So genau weiß man es nicht. Oh, jetzt habe ich dich, glaube ich, gerade vollkommen verloren, aber ich weiß, wo du bist. Will ich mal warten? Nee, passt schon. Gut. Ui, da ist ein Berg. Hier ist wiederum total gebirgig irgendwie, oder? Ja. Bist du noch in der Nähe? Ich bin direkt hinter dir, alles gut. Gut. So. Bisschen darum, dann können wir ja einmal um den ganzen Planeten rumfliegen. Ich muss nochmal irgendwie das automatische Speichern auf ausstellen irgendwie. Manuelles Speichern finde ich da doch besser. Boah, guck mal, was das für ein Planet ist hier. Alter, guck dir mal das Teil da an. Und wenn du jetzt ganz an der Ecke bist, siehst du die Sonne noch. Direkt unter dir. Ah ja, oh ja. Als ob wir da richtig drauf zufahren. Da ist ja auch noch gleich in der Nähe ein Planet. Ja. Okay, dann nur mal runter. Cool, und jetzt mal ganz langsam runterfallen lassen. Und zack, wumm, doing. Kann sich noch nicht entscheiden. Okay, wir sind immer noch nicht auf unserem Planeten. Beziehungsweise auf unserer Planetenebene. Ja, stimmt. Der nächste müsste dann unsere sein. Ich denke mal, die anderen Planetenebenen werden wir auch noch erkunden. Das ist klar. Also genauer erkunden, sagen wir es mal so. Jetzt ist erstmal hier nur für die heutige Folge erstmal nur hier der Flug über die Planetenebenen geplant. Und dann gucken wir einfach mal, was uns dann so weiteres erwartet, ne? Genau. Ich denke mal, wir müssen auch jetzt relativ schnell mal ein kleines Heim bauen. Ja, ich will ein Häuschen bauen. Es gibt auch, wir werden dann noch ins Inventar gehen, so viele verschiedene Sachen. Da müssen wir uns auch erstmal reinfuchsen, was da so alles geht und was nicht und was das alles kann. Ich habe mir da so ein paar Sachen mal angeguckt und
So, jetzt sind wir zu Hause. Oder? Ja. Und was haben wir für eine Tageszeit hier? Ist immer noch okay, oder? Ja, sieht ja, alles wieder, noch sehr hell aus. Die Sonne ist direkt über uns. Okay, jetzt müssten wir uns zu unserem Platz bewegen, wo wir bauen wollen, unser kleines erstes Häuschen. Wo war denn der, links oder rechts? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube eher rechts jetzt von hier, aber ich weiß auch nicht genau, wo wir hier rausgekommen sind. Also, ja, ich folge dir mal unauffällig. Wobei diese Ebene auch nicht schlecht aussieht hier, Heidi. Shop. Stimmt. Etwas weiter links. So beim jetzt. See direkt? Ja, das sieht ja sehr eben aus hier. Hui. So hier könnte man doch gut bauen. Hier hat man vor allen Dingen auch mehrere kleine Seen. Stimmt. Boah, ist das cool. Und man ist auch recht nah sogar am Map-Ende hier, weil hier geht schon wieder rüber. Und ich glaube, dass... Doch hier. Ja, können wir machen. Ich glaube nämlich, das war bei der anderen Map... Oh, das ist ein Porsche. Bei der Map war es so, dass es wir etwas weiter hätten rechts uns platzieren müssen, um den Punkt zu erwischen, wo wir ursprünglich bauen wollten. So, jetzt sind wir wieder da. Mal Flamingo. Und Flamingo, jo. Kann ich mich auf den draufstellen? Ups. Oh, kann so. Ich. Guck mal. Ich reite ein Flamingo. So, wo wollen wir unser erstes Heim platzieren eigentlich? Hast du eine Idee? Hier am besten? Hier dort, wo es relativ eben ist? Kann man die, das kann man ja auch, begradigen. Kann man das begradigen oder sowas? Ja, ja, dann mit dem man, Handschuh, ne? Kann man... Oh. Ups. Wir haben ein bisschen viel begradigt. Warte mal, warte mal. Man kann das, glaube ich, noch irgendwie einstellen. Kann das, ne, reparieren. Ja, ich glaube, es geht, ja. Komm mal. Was will der denn hier? So, geh weg, da, doofe Flamingo, wegen dir, ja, kann ich hier mal nicht bauen. Was ist das Video? Das legen wir mal auf die 19. Ja, dann wirst du eben eingebaut, du bist Ding. Nein, warte, ich wollte ihn noch gerade abknallen. Ich wollte ihn noch. Warte. Ja, dann. Baba! Ist noch irgendwer hier da? Weg! 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 Warum kommt denn der jetzt an? Der soll die soll abhauen. Ich wollte doch nicht abknallen. Oh, hier, guck mal, da kann man gegen den kämpfen. Doing. Doing. Hallo. Hm, der tut gar nichts. Guck mich nur an. Gut, okay. Das ist ein Mensch. Geil. Bam, bam, bam. Flamingo, weg da. Naja, gut. Okay, wir können ja den Flamingo schlecht ihr Heim wegnehmen. Guck mal, oh, es Frosch. Ist schon fast gerade. Oh, das war ein Frosch. Ein rotäugiger Baumfrosch. Ui. So, cool. Ich würde sagen, das wird unser Heim hier, ne? Oder? Es will nicht so, wie ich will. Ja, das mit diesem Crafting und so weiter, mit dem Building hier. Also, da müssen wir uns noch ein bisschen ranhalten, irgendwie, dass wir das hinkriegen. Ich habe es begradigt. Guck. Guck, es ist eine gerade Fläche. Kann man Flamingo auch einscannen? Probier. Einscannen, das ist ja die... Drei. Die drei, ja, genau, die drei. So, und... Nicht zum Kopieren. Hm. Oh. Flamingo, ich will dich kopieren. Copy-Paste. Drück mal STRGC. Vielleicht funktioniert kann man ja dich kopieren? Nicht zum Kopieren. Nee, aber man kann nicht dich klonen. Habe ich rausgefunden. Aha. Also es gibt so ein Ding, aber ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Ah, jetzt komm, sei mal okay produktiv und hilf mir mal beim Begradigen. Oh. So, mitgeholfen. Oh, habe ich jetzt gerade ein bisschen zu viel weggemacht. Das haben wir auch gemacht. Nee. Doch, du warst das. Nein, guck mal, ich kann hier jedes einzelne Stück wegmachen. Gib's zu. Nein, nein. Gib's zu. Nein, 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 nein. Oh doch, ich habe ein Loch weggemacht. Ja, ein Loch. Nein! Scheiße! Oh nein! Das ist jetzt dein Ding.
Nein, ich möchte das nicht. Doch, du machst das jetzt. Wer es kaputt macht, muss auch kann ja, machen. Gut, dann nehmen wir mal das hier dafür. Ich kann ja nur klein machen. Nein. Das kann noch dauern. Wie mache ich nochmal mehrere? Indem, dass du einfach mehrere vor eins scannst. Alles klar. Ein Scan war mit 3. Begradige ihn. Und dann kann ich das noch länger machen, ne? Weiter. Ja genau, indem, dass du es einfach rumziehst mit der Maus. Plan 5, anwenden, Inventory. Plan 2, Plan 1. Plan 4, oh, Plan 4 kann man auch nehmen, oder? Jetzt lege ich mir mal auf die 8 oder so. Nein, ich habe ein Loch gemacht. So, nee, geht immer noch nicht rum. So, ja, unser Inventar ist ein bisschen voller, sagen wir es mal so. Ja, das ist so mit den vorkreierten Blöcken schon gefüllt, aber... Wir haben uns das auch ein bisschen leichter gemacht, damit wir nicht so viel zum Craften suchen müssen. Beinhaltet aber auch hier nur die Planetenebene, ne? Das ist das, was wir hier haben. Genau. Ja, aber so. Was ist das denn? Hm? Was denn? Ja, ich will das mir hier rauflegen, aber ich weiß nicht, wie ich das mir rauflege hier. Keine Ahnung. Muss ich mir nochmal angucken. Muss ich jetzt wieder alles heile machen? Na, ich kopiere ja hier was. So. Jetzt anwenden. So, alles klar. Und jetzt muss ich auch aufs Inventar gehen und dann kriege ich hier keinen Plan angezeigt. Ich kriege nur Plan 4, Plan 5 und sowas angezeigt, aber... Plan 2, Plan 3, Plan 4 angezeigt, aber ich brauche Plan 5. Und das habe ich hier nicht drin. Du sortierst mal nach... Wie heißt das? Das unterste. Nach Familien. Okay, so. Plan 2, Plan 3, Plan 4, Plan 1. Tja, nicht vorhanden, keine Ahnung. Wie kann ich das rauslöschen? Manche Sachen? Das weiß ich noch nicht. Okay, dann werden wir uns damit mal befassen, und zwar in der nächsten Folge, Leute. Dann werden wir auch mal langsam anfangen mit dem Base-Building hier. Ja, jetzt haben wir ja schon eine ziemlich große gerade Fläche hingekriegt. Genau. Wir haben hier auf jeden Fall noch einiges vor, in diesem Sinne, ne? Bis zum nächsten Mal. Lasst mal einen Kommentar oder ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Könnt auch gerne Vorschläge machen, was wir so machen sollen. Genau. Kann man ja, hier sind ja sozusagen Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Ja, schlagt einfach mal was vor. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar coole Ideen, die wir hier bauen können und platzieren können. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal bei Let's Play Stellar Overload. Tschüss.